Hi Sigi Pop hier mit einem neuen Video. Heute geht es mal wieder um ein Messer und zwar das M07 Ranger Pucco von Peltonen. Falls ihr euch fragt, warum ich Schal und Handschuhe trage, liegt nicht daran, dass ich besonders cool aussehen möchte, sondern weil hier alles voller Stechmücken ist und die mich auffressen würden. Deswegen habe ich meinen Hals und auch einfach meine Hände ein bisschen geschützt. Das M07 ist ein feststehendes Messer mit einer Klingenlänge von 11,9 cm, also knapp unter den 12 und somit 42A konform. Der verwendete Stahl ist ein Kohlenstoffstahl, der 80 CRV2, ein Stahl, den ich sehr gut finde. Ich habe selber da schon auch ein Messer mitgebaut. Zuverlässiger Stahl, der sich einfach schärfen lässt, der gut die Schärfe behält und sich auch scharf ausschärfen lässt. Eins der Nachteile bei solchen Stählen ist dann manchmal, dass er auch ein bisschen Patina-Flugrost ansetzen kann. Jetzt in meinem Fall ist das eher nicht so, denn ich habe die Version mit beschichteter Klinge, kommen wir aber später noch dazu. Der Anschliff ist ein Scandi Grind, besser gesagt ein Saber Grind mit sekundärer Phase, was bei diesem Stahl wirklich gut ist. So haben wir nochmal einfach mehr Bissigkeit, aber auch mehr Schutz davor, dass die Klinge schnell ausbrechen sollte. Das verwendete Griffmaterial ist ein gehärtetes TPE. Es liegt sehr gut in der Hand, es ist sehr weich, es ist angenehm, es ist aber nicht zu weich, dass irgendwie direkt irgendwie Macken reinkommen. Man sieht natürlich jetzt schon Gebrauchsspuren, nachdem ich das Messer verwendet habe. Das Schöne ist, es ist witterungsunanfällig, also Hitze und Kälte machen dem Griff nichts aus, liegt immer gut in der Hand. Ja, und mit dieser Größe hat man auch wirklich auch mit größeren Händen Freude an dem Messer. Ihr seht, meine Hand, ich habe so eine 8, 9 ungefähr, passt da locker hin und da ist noch Platz für größere Hände. Also es lässt sich wirklich super damit arbeiten. Hier hinten ist noch ein Loch für ein Lanyard, wer das möchte. Ja, und durch die Bauart und durch die robuste Klinge, wir haben hier ein bisschen was über 4 mm, lässt sich mit dem Messer auch hacken, betonen, auch mal was hebeln oder so. Klar, immer aufpassen auf die Spitze, aber man kann hier schon mal grobere Arbeiten machen, das Messer irgendwo reintreiben, um gröbere Stücke aus dem Holz rauszuschnitzen und so weiter. Also damit habe ich sehr viel Freude. Also ein richtig tolles Messer. Ja, ein Messer ohne Scheide ist natürlich schlecht, deswegen schauen wir uns die als nächstes an. Die Messerscheide besteht aus Composite-Kunststoff, die mir gut gefällt. Einmal von der Form und auch einmal von der Haptik. Es ist so ein bisschen, ja, es ist nicht so ganz glatt poliert. Es wirkt so ein bisschen rougher irgendwie. Das gefällt mir. Kratzer wirken dann nicht gleich so schädigend, sondern es hat so ein bisschen Used-Look. Das gefällt mir immer ganz gut. Und coole Features haben wir hier. Und zwar, wir haben einmal hier unten ein Loch. Da könntet ihr, wenn ihr wollt, noch eine Schnur, ein Lanyard durchziehen, um das irgendwo noch festzubinden. Unten am Ende der Scheide haben wir ein Ablaufloch für Wasser, sollte das mal ins Wasser fallen. Und dann die Fixierungsmöglichkeiten. Wie ihr seht, wir haben hier zwei Schlaufen. Dort wird die mitgelieferte Nylonschlaufe oder das Nylon-Klettband eingeführt. Das Ganze kommt dann einfach hier so rein. Das Ganze hier dann oben durch. Ich glaube, ich habe es falsch rum. So rum muss es rein. So. Wird hier einmal durchgeführt und dann habt ihr quasi die Gürtelschlaufe. Und das Schöne daran ist halt, ihr könnt das Ganze dann einfach öffnen und einfach über den Gürtel führen. Ihr müsst nicht den Gürtel öffnen, ausziehen, ihr könnt einfach einmal durchfummeln, drüber schieben und zumachen. Und das ist wirklich ein robustes Nylonband, also das hält wirklich. Und ihr könnt es halt eben dann auch auf dieser Seite machen und damit habt ihr das dann auch für Linkshänder. Das heißt, ihr könnt es rechts, links tragen, wie ihr das möchtet. Hier auf der Unterseite haben wir noch so einen Querschlitz, der ermöglicht euch, dass ihr das Messer auch quer am Gürtel tragen könnt. Dazu auch wieder die Gürtelschlaufe hier durchführen. Das Ganze hier oben auch durch und zumachen. So. Und jetzt habt ihr hier einfach eine Schlaufe, ja, und dann könnt ihr das Ganze hier so am Gürtel tragen. Jetzt habe ich es für Linkshänder, das geht natürlich genauso auch für Rechtshänder. Hier ist noch eine Daumenrampe verbaut, finde ich auch ganz cool gelungen mit so ein bisschen Riffelung. Und dann kann man einfach das Messer hier ganz einfach rausdrücken und braucht dann auch nur eine Hand, um das Messer aus der Scheide zu holen. Und ein letztes cooles Feature ist hier dieses Gummirädchen, ja, dieser Lock, der dafür sorgt, dass das Messer wirklich bombensicher in der Scheide hält. Hört mal. Und jetzt ist es verriegelt. Und jetzt fällt hier auch gar nichts mehr raus. Richtig cool gemacht. So rastet das Messer schön in der Scheide ein und hat einen guten Sitz. Das Messer gibt es auch in einer Kydex-Scheide. Wie ihr seht, in Multicam Black. Ich habe jetzt hier einen Techlock dran. Normalerweise ist hier so eine
Gürtelschlaufe dabei mit so einem Stück Kydex und Nieten. Das sitzt dann hier ungefähr auf dieser Position. Das kann das Messer dann relativ tief am Gürtel tragen. Ich habe das weggemacht und habe eben ein Techlock dran gemacht, um es am Rucksack zu fixieren. Das Schöne ist, im Shop von Peltonen könnt ihr euch diese Messer und die Scheiden so gestalten, wie ihr das möchtet. Und deswegen gehen wir jetzt mal auf die Homepage. Wenn ihr dann auf der Peltonen Knives Seite seid, könnt ihr im Shop hier oben zwischen den drei Messern, die es gibt, aussuchen. Einmal das M95 Ranger Puco, das M07 Ranger und das M23 Ranger Cobb. Standardmäßig kommt es mit schwarzem Griff, teilweise schwarzer Klinge und schwarzer Composite-Scheide. Ihr könnt das Ganze auch beschichten, zum Beispiel die Klinge hier vorne, so habe ich es gemacht, Cerakote Black, dann ist die Klinge komplett schwarz. Ist vielleicht von Vorteil, der Stahl ist ja ein Kohlenstoffstahl, der durchaus mal Flugrost bekommt. Diese Beschichtung schützt natürlich da davor. Solche Beschichtungen halten natürlich nicht ein ganzes Leben, die nehmen dann auch Kratzer, Patina und so weiter an, das muss man sich im Klaren sein, aber das macht der Stahl an sich ja auch. Hier habt ihr verschiedene Möglichkeiten, zum Beispiel auch in Grün das Ganze zu machen. Oder in Rot oder in Hunter Orange. Wenn ihr dann auch noch den Griff orange macht, dann ist das Ganze hier richtig orange. Mögen ja viele, ist auch vielleicht in der Natur ganz gut, wenn man es mal auf die Wiese legt oder so oder ins Laub, dann findet man es auch leichter wieder. Wenn ihr dann hier unten die Scheide auch noch orange wählt, jo, dann seid ihr auf jeden Fall richtig safe. Meine Version war, wie gesagt, Cerakote Black. Ich habe mir den Griff in Grün ausgesucht und meine Scheide ist auch grün. Hier unten habt ihr jetzt noch die Möglichkeit, für 19 Euro eine Kydex-Scheide dazu zu bestellen. Da gibt es auch verschiedene Farben, schwarz, Coyote, grün und orange. Ich habe hier das Multicam Black, das gefällt mir mal ganz gut, ausgesucht. Und so fand ich dann die Kombination aus schwarz-grün eigentlich ziemlich gut. Hier unten kann man dann noch Gravuren auf der Klinge anbringen lassen, da kann man dann irgendwelche Namen oder sowas, das brauche ich eigentlich nicht. Bei einer beschichteten Klinge macht es auch nicht so wahnsinnig viel Sinn. Und dann sieht man schon hier unten, das Messer kostet dann so in der Konstellation, wie ich es jetzt habe, 124 Euro. Hier unten im Shop sieht man nochmal die verschiedenen Optionen zur Scheide, Premium Leder, Composite und Kydex. Ich habe es ja im Video schon gesagt, die Composite-Scheide gefällt mir sehr gut. Kydex ist natürlich auch immer nochmal ein Stück edler, will ich nicht sagen, aber nochmal besonders und eben durch die Techlock-Fähigkeit dann auch für den einen oder anderen Anwendungszweck besser geeignet. Ich habe das Messer jetzt schon einige Male dabei gehabt und habe damit gearbeitet, betont, geschnitten, gehackt. Ich habe damit auch Lebensmittel geschnitten, ich habe Zwiebel geschnitten, das funktioniert auch. Und es macht wirklich Spaß, damit zu arbeiten. Also das Messer geht hier wirklich wie Butter durchs Holz. Es ist wirklich schneidfreudig, es beißt sich richtig ins Holz rein. Ich habe hier jetzt ein relativ weiches Holz, aber auch härteres Holz. Geht damit gut, es macht wirklich Spaß, damit zu arbeiten. Ich mag die Klingenform, ich mag Scandi-Anschliffe. Also ich finde, Peltonen hat hier ein richtig cooles Messer auf den Markt gebracht. Die Konfigurationsmöglichkeiten machen es einfach noch für jeden individueller. Man hat also die Möglichkeit, sich die Farbgestaltung so auszuwählen, wie man das möchte, die Klingenbeschichtung, wie man das möchte und auch die Scheiden in der Farbwahl auszusuchen. Das finde ich richtig gut. So ist jeder einfach in der Lage, sich sein Messer zusammenzubauen, wie er das gerne möchte. Ja, wenn ihr Interesse an so einem Messer haben solltet, dann schaut doch mal bei Peltonen auf die Homepage. Ich verlinke euch das Ganze mal unten in der Videobeschreibung. Mir gefällt das Messer richtig gut. Sagt doch mal in den Kommentaren, was ihr davon haltet, ob ihr euch so ein Messer kaufen würdet, in welcher Farbkombination zum Beispiel. Würde mich mal sehr interessieren. Für alle, die sich so ein Messer kaufen wollen, geht doch einfach mal auf peltonenknives.de. Da könnt ihr euch mal ein bisschen umschauen. Ja, und für alle Interessierten gibt es mit dem Rabattcode FIN10 10% Rabatt auf alle Produkte. Dann sage ich danke fürs Reinschauen. Ich bedanke mich bei Peltonen fürs Bereitstellen für dieses Messer, für dieses Review. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns in einem der nächsten Videos. Jetzt fängt es Regnen an. Also haltet die Ohren steif. Bis dann. Ciao.